Hallo, herzlich willkommen zurück bei Judo Pott, Nagewaser, die Judo-Würfe. Heute mit dem Freddy immer noch mit der kleinen Hautirritation, deswegen T-Shirt, Entschuldigung. Wir haben ja immer ein paar Zuschauer, die da immer besonders drauf Wert legen, dass wir hier ordentlich stehen. Deswegen mea culpa maxima. Jetzt tue ich so, als hätte ich das ironisch gemeint. Heute mit Uchiki Taoshi. Anders als Kata Ashidori gibt es den noch im Kodokan und sieht beim Kodokan wie folgt aus. Wie Kodokan ist. Ich für meinen Teil habe immer eine andere gelernt und Ich zeige die jetzt einfach mal. Und zwar von außen gehoben. Und dann entweder überlaufen mit dem Bein, so überlaufen oder gar weggesichert. Das ist natürlich eine Mordsgaudi, das man es zum Blaugurt früher gemacht hat. Muss man ja seit 2015 schon nicht mehr. Gerade das mit dem Sicheln ist natürlich affengeil. Und ich würde tatsächlich vorschlagen, ich habe im vorigen Video falscherweise gesagt, der Kata Ashidori wäre noch für blau sein. Nach der alten PO, der war schon seit 2015 raus. Also, Anmerkung, beide Beingreifer sind schon seit 2015 gar nicht mehr in der PO drin. Egal. Scheiße, wo ich war stehen geblieben. Das hat sich mein Hirn mal wieder verrannt. Achso, probiert das mal so aus. Es ist eine Mordsgaudi, ja? Jetzt müssen wir uns kurz damit beschäftigen, ob das überhaupt Uchiki Taoshi ist. Denn Uchiki Taoshi ist das Bein wegnehmen und überlaufen. Na? Das geht natürlich auch so, wegnehmen und überlaufen. Da der Kodokan immer Wurfprinzipien zeigt und nicht unbedingt und keine bestimmte Variation, die jetzt richtig oder falsch ist, wäre das Uchiki Taoshi. So, jetzt ist aber die Frage, ob es überhaupt noch Uchiki Taoshi ist, wenn ich hier nehme, hier überlaufe oder sichel, ja, wenn ich das Bein dann noch dahinter stelle. Das ist, würde ich sagen, eine sehr philosophische Frage. Ich würde es gelten lassen. Ich würde es gelten lassen. Aber es könnte Sinn machen, vor der Prüfung diesbezüglich, also gerade vor der Dan-Prüfung, Ausrufezeichen, diesbezüglich euren Referenten zu fragen, was man denn sehen möchte. Also rein theoretisch würde ich sagen, es ist zeichbar. Aber okay, also noch einmal zur Ansicht. Wir machen jetzt das nochmal als Konter gegen Tomonage. Ich nehme mir das Bein und überlaufe. Okay. Und wenn der Partner uns noch die Möglichkeit gibt, stellen wir das Bein hinter. Okay? So, das wäre was zum Üben. In diesem Sinne, viel Spaß. Tschüss.